So, hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier von der EICMA 2019. Ich bin unterwegs am Hornig-Stand, neben mir Tobias Hornig, und er zeigt uns jetzt mal, was Hornig nächstes Jahr für euch so im Petto hat. Also für die neue 1250er GS hat Z-Technik zum Beispiel ein neues Windschild rausgebracht. Polycarbonat, also kann nicht zerbrechen, quantumbeschichtet, ganz schwer zu verkrotzen, ganz cooles Teil und auch noch in größer dann verfügbar. Dann an unserer 1250er GS noch eine Lenkererhöhung verbaut, GPS-Halterung über dem Tacho, um neuen TFT-Displays, die Lackschutzfolie mit drauf, Handprotektoren in größer oder mit Vergrößerung, dass man noch mehr Windschutz hat, Brems- und Kupplungshebel sind andere mit dran zu verstellen, dass näher am Lenker sind oder auch in der Länge zu verstellen, Sturzbügel sind mit dran, ganz neu für den neuen Boxer, viele Alu-Dreh- und Frästeile, die wir gemacht haben, um einfach die ganzen Löcher im Rahmen zuzumachen, oder zum Beispiel da der Öldeckel aus Aluminium, schwarz eloxiert in dem Fall, oder das Skibi-Koffersystem mit Topcase, wo unsere Taschen drauf sind, die auch auf die Adventure-Alu-Koffer drauf passen. Dann haben wir da noch Innentaschen drin, die ja an der Kunststoffseite an der Innenseite Kunststoff beschichtet sind, um wasserdicht zu sein. Und die Sitzbank haben wir da zum Beispiel noch umgebaut, so wie es mein Dad in dem Fall, weil der die Maschine ab und zu fährt, am besten gefällt. Genau. Alles klar, also das ist ja schon mal einiges, was wir hier an dem Moped zu sehen bekommen. Ich glaube, wir gehen jetzt noch mal einmal zu einer anderen Maschine, oder? Mhm. Können wir gerne machen. Also hier haben wir die BMW R90. Wenn wir vorne beginnen, haben wir mal Gabelstürzpads reingebaut. Dann haben wir den Scheinwerfer umgebaut, den vollen LED-Scheinwerfer, Lightbomb, der es auch bei uns gibt. Dann haben wir den Tacho noch umgebaut, ganz kleinen digitalen Tacho rangebaut. Lenkererhöhung raufgesetzt, weil der Lenker ist eh schon relativ sportlich, also ist fast schon ein bisschen so Street Fighter in dem Umbau geworden, alles mattgrün lackiert. Eine kleine Tanktasche haben wir noch drauf, die man ausziehen kann auf 7 Liter. Dann haben wir natürlich wieder viele Alu-Dreh- und Frästeile in den Rahmen gemacht und dann Öldeckel, um die Löcher zuzumachen. Seitenständervergrößerung sehe ich da noch. Fußrassenanlage ist eine andere dran. Auch die Sitzbank ist wieder umgepolstert worden von uns. Schilder an der Seite, wo man die Startnummer drauf machen könnte, so im Scrambler-Style, oder wir haben da unser Hornig-Logo draufgeklebt. Remus-Auspuff ist natürlich noch dran, in dem Fall ein hochgezogener, hat uns richtig gut gefallen. Und dann haben wir den Kennzeichenhalter, Heck erstmal umgebaut, Kennzeichenhalter an die Seite verlegt. Und dann braucht man natürlich, dass man überhaupt noch ein bisschen Spritzschutz hat, eignet sich der Kotflügel dann super. Genau, das war so der Hauptaugenmerk von unserem Scrambler, von unserem R90-Umbau. Cool, das ist doch mal ein Abschlusswort. So, ja, ich verabschiede mich jetzt hier von Hornig, schaue mich noch ein bisschen weiter auf der Messe um. Danke euch fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.